Solange ich nicht ersaufe, alles okay. Ich glaube, ich bin bisher echt nur einmal ersoffen. Bist du nur einmal? Ja. Ich bin eher durch Fallen gestorben. Kann also einfach jeden Tod einfach einmal mitgenommen hast und jetzt überlebst? Hm. Wie gesagt, die Viecher im Hard Mode, die sind echt bäh. Ich glaube, Pizmeat ist ja jetzt auch im Hard Mode. Ja, die sind gerade angekommen. Die waren aber schon mal in einer Staffel vorher im Hard Mode. Die machen bloß den Quatsch, dass sie halt wirklich immer alle den Schwerter nehmen und die gleiche Rüstung und so. Das ist eigentlich voll blöd. Ja. Ein Fernkämpfer wäre eigentlich viel besser. Ja, gerade wenn du irgendwie zwei, drei Leute schon vorne kämpfen hast, dann nützt es ja nichts mehr, noch einen kämpfen, sondern was ist echt das da? Das ist doch kein Steinblock. Sehr gut, erstmal an einem Iron Ore unter Torchen packen. Genau. Irgendwie. Huch. Weiß nicht, warum jetzt irgendwie müssen wir, glaube ich, nach links runter, da wo wir vorher auch waren. Haben wir da eigentlich was noch nicht erforscht oder? Wir haben ja schon relativ weit erforscht. Ja. Spielen wir eigentlich auf einer kleinen Map, oder? Auf einer mittleren spielen wir. Mittleren. Deswegen können wir schon ein ganzes Stück weit nach unten laufen bei uns. Aua! Ja, genau. Was war das denn? Das war irgendwo ein schwarzer Schleim. Den sehe ich irgendwie gar nicht. Nee, den sehe ich auf dem Hintergrund auch nie, ey. Das ist so schrecklich. Wow! Boah, das Ding hat's aber ganz schön weggehauen. Das war Zufall, glaube ich. Nö, das war kein Zufall, das Vieh fliegt einfach so weit weg. Doch hier. Red Husk. Damit kann ich rote Farbe herstellen. Juhu. Wie auch immer ich das brauche. Droppen die alle ein Schwert, oder was? Nee, das war kein gedropptes Schwert. Achso. Moment, nur eine Seite wegmachen. Ah, nicht. Pass auf. Ja, ich werde diesmal nicht krepieren. Oh. Ich werde diesmal nicht krepieren. ich werde nicht krepieren, nein. Na, ich weiß nicht, ich bin so fixiert auf Minecraft, wo du im Fall einfach nichts tun kannst. Du bist einfach sofort tot. Ja, das stimmt wohl. Das ist bei Minecraft ein bisschen anders. Ja, und vor allem habe ich da. Einzige, was du machen kannst, ist eigentlich Feather Falling Boots haben. Blöde Mistviech. Ich würde dir mal kurz hier gerne das Wasser hier rüber ablassen, dass wir dann dort weiter runterbauen können gerade. Das reicht, glaube ich, schon. Nicht direkt die alles mitnehmen. Okay, das war's. Wir sind doch was sehen. Da ist noch Eisen hier. Das sind wir doch an der richtigen Stelle. Warum hat das nicht, mitgenommen? Das ist eine gute Frage. Weiß ich ehrlich gesagt selber nicht. Warum haben wir Eisen nicht mitgenommen? Vielleicht haben wir es in einer der Folgen verpasst oder wir haben es einfach gekonnt ignoriert. Ah, wahrscheinlich eher letzteres. Huch! Ich wollte gerade sagen. Alles gut. Gut. Bin bloß debufft mit meinem Sichtfeld. Da ist nichts Interessantes. Ich glaube, weiter runter müssen wir noch. Ja. Wobei, da links haben wir noch gar nicht erkundet, diese Pilzhöhle. Laut meiner Minimap. Meine auch nicht. Können wir doch das mal machen. Oh. Hier waren wir definitiv noch nicht. Ich hab irgendwie ein komisches Gefühl.
ganz vorsichtig, falls irgendwas runtergefallen kommt, ne? Ja, ja, ich guck auch gerade die ganze Zeit in die Decke. Seh nichts mehr. Da unten ist ein Herzchen. Das ist ja deins, das darfst du dir gerne holen. Ach, mal wieder Wasser ablassen. Ja. Huch! Es gibt übrigens eine Falle. Es gibt sogar zwei Fallen. Matrix, wow. Baby! So, die aktive das Falle. Das müssen wir unbedingt in der Aufnahme nochmal angucken. Fall, oh. es gibt eine Falle, da kommt direkt die nächste. Zwei Herzen und hier ist noch eine goldene Truhe, glaube ich. Ich habe die letzte noch goldene Truhe gekriegt, von daher wäre es fair, wenn du die jetzt bekommst. Okay. Brauchst du Hilfe oder? Nee, passt. Ich habe gerade noch ein paar Saphire. Ja, ich komme gerade klar. Saphire sind blau, okay. Das wird mir vielleicht mal merken. Wo ist deine graue Schleim? Oh, ja. Und ein bisschen Eisen habe ich auch noch, deswegen will ich mir kurz hier vergnügen. Was ist das? Eisen habe ich auch hier unten. Ja, ich würde sagen, der nächste Schritt sollte auch eine Eisrüstung sein. Ja. Außer wir überspringen gleich irgendwas davon. Ja gut, was kommt nach Eisen? Silber, Gold, schrägstrich Platin. Platin ist neu eingeführt worden, macht das gleiche wie Gold, sieht bloß ein bisschen anders aus. Ja, aber Platin kriegt man, glaube ich, erst, wenn man den Hammer hat und die Altare abbaut. Nee, das ist Mithril und sowas. Platin ersetzt das Gold, wenn du Glück hast. Das ist so, okay, wie Crimson auch die Corruption ersetzt. Wir haben nicht bloß Crimson bei uns, wir haben keine normale Corruption in der Welt. Ja. Ach, jetzt komm doch her. Huch. Blöde Black Slime. Geh weg. So, wie viel Schaden machen eigentlich die Quallen? Frag mich zu viel, ich habe mich nicht von denen treffen lassen, würde ich auch nicht empfehlen, glaube ich. Ja, die sind nämlich, glaube ich, nicht ganz so. Oh lol, die kann man einfach an Land schlagen. Ja, das auch, dann bewegen sie nicht mehr. Beziehungsweise springen die auch selber, indem manchmal doof sind an Land. So, was haben wir denn? Was ist das denn? Okay, ich nehm's einfach mal mit. Also ich habe gerade irgendwie so eine komische Maschine gefunden anscheinend. Was? Moment, ich komme mal zu dir. Mir ist nämlich gerade nicht so spannend. Und zwar ein Extraktinator. Was? Als Item oder? Nee. Es steht Platz, Schlick und Schlamm in der Extraktinator. Also wieder eine absolut tadellose Übersetzung. Schaltet Schlamm und Matsch in etwas nützlich. Aha. Kannst du mir mal geben? Vielleicht kann ich damit was anfangen. Mit rechts oder links klick? Rechts klick. Aha. Can be placed. Turn slot slash into something more useful. To use place slit slash into explanator. Okay, also man muss sozusagen dieses Zeug aufnehmen und da rein platzieren. Das ist einfach nur wie so eine Crafting Station. So wie ich das verstehe. Okay. Der macht daraus halt irgendwas. Keine Ahnung, hab ich noch nie gesehen, what the fuck. Ich auch nicht. Aber ich habe hier so viel Eisensachen, die ich gar nicht brauche. Ich habe 4 Äxte! Warum hast du die nicht vorher rausgeschmissen? Gott, ey. So. Was ist denn das davon? Zeug. Noch Eisen. Torches. Sieht aus wie irgendwas, was nicht Stein ist, da rechts bei mir. Mal gucken. Könnte Eisen sein. So, sieht aus, das ist jetzt wie so ein Goldhook oder sowas, ey. Du hast mir jetzt 2 gegeben. Ja, ich weiß. Irgendwie habe ich es verpeilt, einen rauszuschmeißen, wie auch immer das gehen soll. Einen Rechtsklick kannst du einen einzelnen vom Stack nehmen. Habe ich eigentlich. Oder zumindest halbieren, glaube ich, keine Ahnung. Ja. Ah, hat sich doch schon mal gelohnt. Sieht nach Eisen aus, sehr gut. Was ist, wie heißt das rote Zeug da eigentlich? Keine Ahnung. Was das ist. Aber soll anscheinend ziemlich geil sein.
Es gibt auch nur super selten, da gibt es immer ein oder zwei Erze davon, ich weiß nicht, was das ist. Ja. Warum schmeißt du mit sowas um dich? Weil ich gerade 22 gefunden habe. Achso. Du Pono-Mensch, du. Ich verstehe nicht, dass man da durchkommt, aber nicht zurück. Das ja. Verstehe ich irgendwie noch nicht ganz. Das ist komisch, da gebe ich dir recht. Ah, da wartet ein netter Freund unten auf uns. Ja, und ich wollte gerade einen Mushroom schlagen. Bombe! Ich dachte, da kommt gerade eine Bombe. Nö, nö, das nicht, nö. Boah. Da hätte ich dich mit einem anderen Tonfall gewarnt, hoffe ich, denke ich. Ja, aber ich war kurz ziemlich in Panik. Ich würde sagen, wir müssen da, wo du jetzt freigeräumt hast, sozusagen hin. Ja. Um weiterzukommen. Wobei, hier oben geht's noch rein. Oh, Wahnsinn. Oh ja. Wollen wir auf jeden rein. Oh. Okay. Hier ist nichts Interessantes. Gib mir diesen. Ah, oh, mein Inventar ist voll. Fuck. Achso. Alles gut. Grünen Pilz habe ich auch noch rein. Ja, damit kann man grüne Farbe herstellen. So. Müssen wir wieder eine Runde ertrinken? Das habe ich mir auch gerade so gedacht. Die Fackel ist nicht mehr im Bild, also ja. Ja, werden wir. Na kurz ein bisschen Panik ertrinken. Oh. Was denn? Ich habe aber noch was. Eine Bombe? Nee. Oder was? Guck mal hier. Au. Moment. Okay. Jetzt. Ich habe doch ein volles Inventar. Das ist blöd. Okay, dann gib mir irgendwas. Ich brauche keine Waterwalking Potion, kann einfach so mir was drüber bauen. Ja, gut, aber. Oder direkt durchlaufen. Falls du ihn brauchst, hast du ihn. Der ist, glaube ich, Gold. Oh, das ist hier dein Chain Knife, das hast du letztes Mal schon. Da ist nochmal eine Waterwalking Potion. Du hast gerade ein Chain Knife bekommen, denke ich. Tatsache, minus 20% Rückstoß. Das hatte ich letztes Mal schon, ja. Ja. Nein. Oh, hier sind nochmal Edelsteine, jede Menge. Und ein Goldfisch. Was willst du sagen? Amethysten, Pumpkin, ich brauche keine Pressure Plates. Pumpkins. Haben wir nicht genug von. Was ist da oben? Tanks oder Tin? Ich denke Tin. Ja. Übrigens habe ich bei meinem, wo ich meinen einzelnen Charakter auf Dinges gespielt habe, da war das ganze Halloween-Update noch drauf. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ich glaube schon. Ich habe so viele Kostüme gefunden. Teilweise ziemlich awesome. Was ist denn das hier, was hier liegt? Einfach nur braun oder was? Ja, kann ich nicht abbauen. Also irgendwelche Geister, irgendwelche Totenköpfe, Haufen so ein Kram. Okay. Cool. Hätten wir vielleicht, ja gut, wussten wir ja nicht. Hätten wir vielleicht mehr danach suchen sollen. Ja, das kriegst du, droppen, diese Goodiebags, aus denen du das kommst du ja nur von Monstern. Ja. Irgendwie eine Chance von 1 zu 2000 oder sowas. Oh, was ist das denn hier? Sieht nach einer Spinnenhöhle über mir aus. Für 1 zu 2000 haben wir beide aber ein Kostüm gefunden. Ja. Ich habe ja Hermes Boots. Die hatte ich mal. Ja, ich habe ja ein zweites Mal Hermes Boots gefunden. So, wo packe ich den rein? Da? Okay. Kann ich jetzt ganz schnell laufen. Suspicious looking eye braucht man nicht. Ach, ich brauche keine Pressure Plates. Ich habe. Pete Sweet war doch auch in so einem Spinnending drin und haben die kaputt gemacht. Was hat es nochmal gebracht? Ich weiß nicht genau. Du kannst dort so einen Webslinger finden. Das ist so ein Grappling Hook mit 8
Armen. Ah ja, genau. Genau. Und den in dem Bienending, da kann man voll das overpowerte Ding finden, da immer so kleine Bienen aus deiner Waffe spawnen, wenn du jemanden schlagst und die hitten dann auch mit. Das war echt ziemlich geil. Hat's noch was drin? Ha! Kannst du den Rest rausnehmen? Oder willst du ihn nicht mitnehmen? Verdächtig ausschauendes Auge. Ruf das Auge von Cthulhu herbei. Okay. Ja, das würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Also bitte nicht aktivieren. Ja, schon klar. Ich wollte einfach nur die Kiste mitnehmen an sich. Deswegen. Um keine Kisten craften zu müssen. Da drüben geht's auch noch weiter. Ja, stimmt. Da geht's tief weiter. Oh, sehr tief. Blöde. Geht doch. Oh. What? Wäre es ja beide blinzeln? Oder hat es da geleckt? Was ist das eigentlich für ein Hintergrund? Der gefällt mir so gar nicht. Den kenne ich noch gar nicht. Glaub mir, mir gefällt er noch weniger. Topaz. Eingebildet oder was? Doch, da kommt ein Wurm. Alles gut. Also den habe ich nicht gehört. Aber ich habe das... Wie, du hörst den Wurm nicht? Ist das denn ernst? Ja. Ich meine, so leise habe ich das Spiel jetzt zwar auch nicht, aber... Also ich habe den deutlich gehört. Super. Warum musst du dich jetzt genau an dem Block festhalten? Because he can. Oh. Ich muss ja, ich bin ja in Minecraft in so einem Projekt drin anscheinend. Ja, also bin ich. In so einem Blocknet. Was ist das da denn? Bombe. Da liegt eine Bombe, Vorsicht. Ja. Aber die kannst du einsammeln. Achso, okay, ich dachte, die explodiert vielleicht. Nein, eine einsammelbare Bombe war das. Ja, was ist mit deinem Minecraft-Projekt? Ja, genau. Da bin ich ja, spiele ich ja ab und zu und heute, gestern Abend, habe ich noch schnell in Skype geguckt, in der Konfi von Stadt 2, was die dann denn so geschrieben haben, weil die schreiben irgendwie immer irre viel. Hm. Und dann war da so ein Möchtegern-Let's Player, sag ich mal, ja. Also nichts Besonderes, wie man es halt so kennt. Dieses kleine 12-jährige Kind, ja, halt, Standard. Und da war dann so ein größerer Let's Player, war auch schon älter. Und ich sag mal, dieses Kind da hat dann gemeint, es müsste über diesen größeren Let's Player irgendwas für einen Scheiß erzählen. Ja. Und da war das so, der hat dann so einen mega langen Text geschrieben, ja, ich habe ihm damals geholfen, berühmt zu werden und ich habe ihm geraten, kauf dir ein neues Mikro, kauf dir einen neuen PC und ja, lauter so ein Dreck. Das sind aber ziemlich naheliegende Tipps. Ups. Ja, weil man mit einem 20-Euro-Headset-Mikro nichts machen kann, das ist ja wohl, denke ich, irgendwie auch klar. Ach, das ist jetzt noch ein anderer farbiger Marsch, wir suchen uns ein Herz oben. Tatsächlich, ist deins. Nee, hast du mir nicht gerade schon eins gegeben? Das müsste deins sein. Steam. Ich kann es eh nicht aufnehmen. Oh ja. Ja, auf jeden Fall meinte der... Das war einfach so hinlos und dann hat halt der zurückgeschrieben, der hatte 1500 Abonnenten oder so, also war halt schon eine beträchtliche Anzahl, sag ich mal. Und dann hat er halt zurückgeschrieben und hat dann geschrieben, du hast mir ein Mikro empfohlen, du hast mir nicht geraten, ich soll eins kaufen. Ach so, warte, das ist deine Truhe. Nee, ich hatte gerade schon einen, ich habe doch die oben in dem Haus genommen. Ach so. Wolke in einer Flasche, habe ich. Jetzt haben wir, ich glaube, das vierte Mal die Ball. Blutmesser, Heiltränke. Gravitationstränke. Mein Inventar ist gleich Volltrank. Weißt du, Inventar ist gleich Volltrank? Ja. Mein ist schon voll. Ich habe vorhin trotzdem die ganze Bullshit rausgeschmissen. Ja, aber das war einfach nur, weißt du, das war einfach so ein 12-jähriger Klickgeiler, der einfach durch eine Begegnung mit einem größeren Let's Player, den er tatsächlich beim Aufbau seines Kanals geholfen hat. Sozusagen. Lol. Lol. Die bleiben halt nicht auf den Platten stehen, sondern fliegen weiter. Sehr gut. Auf jeden Fall habe ich mir da echt an den Kopf gefasst und habe mir gedacht, wenn du die Geschichte an RTL 2 verkaufst, die geben dir Geld dafür.
Ich hab ihm geholfen. Familien im Brennpunkt. Ja. Oder Verdachtsfälle oder weiß was ich was. Verklag mich doch. Ja, genau. Oh, was ist das denn? Hier, Smaragd oder was? Ich kann es nicht aufnehmen. Okay, ich kann auch. Musst du aufnehmen. Ich überlege mir, ob ich das tatsächliche Screen hier einblenden soll. Vielleicht so rechts unten in der Ecke. Was für ein Ding? Einblenden? Ja, das Kommentar, was der da verfasst hatte. Achso. Ja, blende ich vielleicht für 30 Sekunden ein, wenn ich es nicht vergesse. Also vergisst du es. Nee, normalerweise denke ich an sowas. Ich habe mir auch überlegt vorhin, ob ich eine Zeitlupe mache, da wo du den Zerfallen ausgewichen bist. Weil ich habe jetzt wieder konstante 60 Frames. Das ist schön. Klingt gut. Ja. Und da kann ich doppelt verlangsamen. Och, ich verlangsame auch, wenn ich keine 60 Frames habe. Ja, sieht halt nicht so super aus. Ja, das stimmt schon, du siehst dann doch mal, das ist grob, klar. Ich würde aber doch mal gerne mal zurückgehen mit meinem ganzen vollen Inventar und so, mag ich nicht unten sterben. Ja, achso, wir haben einen Spiegel. Du hast einen Spiegel. Hast du keinen? Nee. Willst du vielleicht noch irgendwelches Bauzeug haben oder kommst du so raus? Wie wär's, ich geb dir die wichtigen Sachen und du gibst mir die eher unwichtigen Sachen. Was sind denn wichtige Sachen? Naja, zum Beispiel schon mal das geben? Und Topase oder Gold oder das ganze Zeug. Okay. Gebe ich dir noch das da? Heiltränke, Dynamit, alles nicht so wichtig. Wo sind denn die ganzen Edelsteine? Da. So, ich habe noch anderen Zeug. Pumpkin. Also, ich habe jetzt ein bisschen Platz, wenn du noch was. Ja, ich suche gerade noch raus. Ich glaube, die sind noch wichtig. Das könnte auch noch wichtig sein. Unsichtbarkeitstrank ist nicht wichtig. Ropes, ne. Eisenerz ist wichtig. Weil du kannst mir den Sith-Block vielleicht mal zurückgeben, da kann ich mal diese komische Maschine ausprobieren dann. Den habe ich zurückgegeben. Achso, den Sith-Block? Den welchen Block? Achso. Hier irgendwie Sand oder irgend sowas oder so ein Kram muss das sein. Schlick-Block. Ja, Schlick meine ich, genau. Okay, hier noch ein Eisenerz und jetzt was, glaube ich. Ja, müsste das Wichtigste gewesen sein. Bis dann. Bis dann. Das sind 2 1800. Stunden. 1800. Alles klar, erstmal fast ein Zombie-Stern, der mir hier oben entgegenkommt. Und dann war ich immer nachts oben, ey. Voll schrecklich. Also ich kann mit dem Hook echt nicht, ich lande immer... Oh Gott, ey. Yeah. Wie das gerade aussieht. Jetzt bloß nicht sterben, ne? Mhm. Hier haben irgendwelche Statuen. Achso, erstmal kann ich das aufbauen vielleicht. Okay, habe ich noch irgendwelche unwichtigen? Ja, ich habe Dreck. Dreck ist gut. So. Spielst du eigentlich in letzter Zeit überhaupt noch irgendwann mal Grid 2? Nee, irgendwie nicht. Ist irgendwie nicht so dazu gekommen. Ich auch nicht mehr so. Hä? Ah, lol. Kriegst Haufen Ohr daraus. Alter, die Maschine ist übelst awesome. Lol. Die ist... Alter. Auch Platin, Gold, random. Irgendwelches What? Kriegst du raus. Wie oh, awesome. Ist oder was? Ja. Nice. Aus jedem Block kriegst du ein zufälliges Ohr. Alter, das ist awesome. Sehr gut. Das ist in der Tat sehr gut. Ja, machen wir den Hab ich mal was richtig gemacht. Ja, das war echt nett. So, das. Haben wir irgendwie schon einen Bereich. Ich hab Ember bekommen. Was ist ein Ember? Can be placed. Ember müsste Amboss sein. Nee, das ist ein Anvil. Achso. Das ist ein Ember. Ist irgendwo einfach.